Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Pro Cycling Manager 2015 auf PC. Mit dem Pro Cyclist Modus oder nur Cyclist, ich weiß es schon mal gar nicht, ehrlich. Mit dem Jungfahrer hier André Goddi, 21 Jahre in seiner dritten Saison. Wir befinden uns momentan bei der Vuelta a España. Und haben unseren ersten Etappensieg bei einer Grand Tour in der letzten Folge feiern können. Wer das verpasst hat, hat was verpasst. Und sollte das jetzt definitiv nachholen. So, wir sehen, der Daniel Martin ist hier favorisiert, aber der ist noch auf 8. Wir sind in der Gesamtwertung auf 3 und tragen das Jungfahrerwertungstrikot. So, wir sehen uns gleich, wenn die Etappe geladen ist. Bis gleich. So, Freunde. Ah, die 15. Etappe also. Na guck, so. Was mache ich denn hier? O, plus plus. Ausreißen ist eh nicht. 28 Wind. Warum haben wir so eine schiefe Kamera? Oh. So. Wahrscheinlich, weil wir so gefeiert haben, ne? Vorhin. Ja, vorhin ist gut. Was haben wir denn heute? Heute ist Donnerstag. Wann habe ich denn aufgenommen? Dienstag? Ich weiß es nicht. Mich dürstete heute, ja, einfach mal wieder ein bisschen zu zocken. Wir haben aber jetzt auch schon wieder 6:30 und ja. Ist alles momentan nicht so einfach. Vor allem, wenn Microsoft dann noch ein Sicherheitsupdate rausbringt, was unser Produkt zum Verschlucken bringt. Dann ist immer ordentlich was los, anscheinend. So. Hey, what's wrong with you? Guck mal, der Kittel ist auch ein ziemlicher Brecher, oder? Wir haben gerade mal so geguckt hier, wenn wir so durch das Feld fahren, ne, sind wir ja schon teilweise doppelt so breit wie der ein oder andere, ja, Lappen, hätte ich beinahe gesagt. Ihr wisst, wie ich das meine. Ich finde das übrigens gut, dass die sich unterscheiden hier, die Fahrer. Den mal vergleicht ihr mit Kittel oder uns oder hier oder der hier. Beeindruckend. Seht ihr? Seht ihr? Ja, ja. Übrigens müsst ihr mich daran erinnern, dass ich mal gucke, wer in den letzten Jahren hier die deutsche Zeitfahrweltmeisterschaft hier... Nein. Die deutsche Meisterschaft im Zeitfahren. So, wie kann es Deutsch und Welt... Naja... Damals fast, aber pui. Denn der Erfurt hatte da der gelabert. Da habe ich gesagt, ja, dass ich ja irgendwie jedes Jahr an Kittel scheitere. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich mir da nur eingebildet habe oder ob Kittel wirklich immer der ist, der mir mit 69 Zeit fahren? Jetzt glaube ich gerade selber nicht dran. 74 Ebene, 75 Prolog, aber müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Oder hat der das normale Straßenrennen immer gewonnen? Ich. Sprinten kann er, ne? Wäre also von den Werten her ein absolut tauglicher Straßenmeister. Keine Ahnung. Dann frage ich mich aber, wer mich die ganze Zeit im Zeitfahren immer besiegt hat. Ich werde mal gleich recherchieren. Ja, unser Puls ist hoch. Puls ist hoch. Es geht jetzt los. 11 Ausreißer befinden sich 3 Minuten hier vor dem Feld. Und das Feld... Ja... 30 km/h. Ist jetzt nicht so, so schnell unterwegs. Wobei, jetzt nur noch 2,5 Minuten. Keine Ahnung. Und das ist schön zu lesen. Ja, André Goddi in der Gesamtwertung auf Platz 3. Da kann man mit leben. Und hier vor den beiden Briten, vor Simon und Adam Yates, sogar in der Nachwuchswertung auf Platz 1. Und das ist hübsch. Da freuen wir uns. Und wir bringen sogar mit den Kollegen hier Team Giant Alpecin in der Teamgesamtwertung auf Platz 2. Ist das nicht beeindruckend? Und ich möchte nochmal lobend hier den Kollegen Nick. Ja, diesmal hat er eine graue minus 2. Hündig erwähnen, der ja
Ah, da unten. Ich habe die minus 5 gesehen. Oh Gott. Der ja definitiv ein Garant war, dass wir unseren ersten Etappensieg einfahren konnten. Hat uns mit einer, ja, zugegeben sehr, sehr guten Form. Hat er auch eine plus 5? Ja, ne? Egal. Auf jeden Fall hat er uns mit einer richtig guten Form wunderbar Lücken zugefahren und uns dann auch den Berg hochgezogen. War schon stark. So muss das, ja, in einem Team laufen. Oh Gott, einer der Kapitäne ist gestürzt. Wer? Sika. Celine. Ah, ich lese das irgendwie nie. Kann man sich das nicht anzeigen? So, der Ossi wollte übrigens, ach, der Erfurter, Entschuldigung, Spitznamen, der wollte wissen, wie ich hier das Ding groß gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, Michelle. Ich glaube hier. Hier. Siehst du? Da machst du alles groß. Guck mal hier, 163% geht noch mehr. Ich bin ja schon alt. So. Ja, geil. Ist gut. Kannst weggehen. Oder muss ich dich? Nein, alles gut. Hast gesehen? Jetzt, Michel. Michel, Monsieur, Erfutter. Aber wie man den jetzt separat größer macht, das weiß ich auch nicht. Oder meint er so? Nee, glaube nicht. Das wäre Leertaste, du Pfeife. Naja. Kann mir nachher bei der WhatsApp anpissen. Bist du blöd? So meine ich das doch gar nicht. Nee, so redet ja nicht. Bist du blöd? Ja. Aha. Kann. Sächsisch. Er ist gar kein Sächsisch, ne? Das ist das Thüringen, wo du wohnst? Ach, ist egal. Beantworte es nicht. Ich hab's eh wieder vergessen, naja. Ja, schreib mir über WhatsApp. WhatsApp. Das ist gut, ey. Ich habe eine gute Idee hier. Passend zu dem 1000 Abo Spezialgewinnspiel. Wer irgendwie was Cooles macht, der bekommt zur Belohnung die Handynummer vom Erfurter. Yay! Jetzt denkt sich der Ossi gerade, na und dann gebe ich deine raus. Aber er weiß nicht, dass mein Vertrag gekündigt ist, weil er bald ausläuft und ich schon neun habe. Juhu! Ah, Entschuldigung. Ja, aber die neue Nummer wird er dann auch haben. Früher oder später. Ach, egal. So, wir haben eine 0. Das ganze Team hat eine 0. Es hat nur einer eine plus 1. Das ist, ja. Ich will ja noch nicht in den Berg vorne rein. Das ist ein bisschen wenig hier. Naja, auf Teamhilfe müssen wir dann wohl oder übel auf dieser Etappe verzichten. Wir haben ja sowieso in Anführungszeichen nur ein Ziel und das lautet die beiden Yates-Brüder. Beziehungsweise vor allem den Simon, weil der Adam, sind wir doch mal ehrlich, der ist schon 10 minutes away, aber der Simon ist der, auf den wir definitiv achten werden. So. Und den suchen wir uns jetzt mal raus. Wartet mal kurz. Haben wir noch Zeit? Wir haben jetzt nur noch 15 Kilometer. So. Das hier ist der Simon. Wäre geil, wenn man sich hier irgendwie so highlighten könnte oder so. Ne? Oh, warte mal, wir sind ja schon. Scheiße. Fahr. Uiuiui. Ich dachte, wir wären noch in der Abfahrt hier. Das geht ja schneller als Haare waschen hier gerade. So, da ist der Jattes. Ja, ist ja gut. Wer geht da? Der Martin, der Froome, der Mollema. Wir folgen ihm hier. Ich kann ihm nicht folgen. Kann immer noch nicht folgen. Kann immer noch nicht folgen. Kann ihm niemanden folgen. Naja. Ja, so viel zum Thema Angriff folgen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gehabt. Ja. Ist nicht. Folgen ist heute nicht. Angriffe kontern oder irgendwie so ein Scheiß. Macht er nicht. Ne? Schade. So, wie viel haben wir? 10 Kilometer. Der Yates ist leider Gottes ein bisschen raus. So, sonst hängen wir nämlich gleich wieder am Arsch hier, der Leute. Und da habe ich keinen Bock zu. So, irgendwie möchte ich. Ich fahre gleichmäßig, ist mir egal. Was fahren die? 17 km/h. Ich fahre auch 17 km/h. Das ist blöde.
Aber wir zünden mal den Energy-Riegel. Boah, sind die. Warum gehen die jetzt gerade so ab? Weil es flacher wird, oder? Ah, okay. 40 Sekunden. Das ist die A1-Gruppe. Es wäre schon geil gewesen, wenn ich da reingekommen wäre. Gucken, ob ich das mit dem Energy-Riegel schaffe, wenn der gleich zündet. So, jetzt zündet der Energy-Riegel und wir rollen und rollen und rollen hinten drauf. So. Aha. Er macht nichts, er steht immer noch auf Folgen. Guck mal. Ja, Freunde, ihr hattet mal gesagt hier, du musst Gegenangriffe folgen. Geht aber bei mir irgendwie nicht. Ich hatte das schon ein paar Mal gehabt und immer irgendwie kam was. Ich meine, beeindruckend, dass die auch noch so voller Saft sind hier, ne, die Jungs. Die sind ja jetzt alle gerade nach vorne gefallen, wie so Geistesgestörte. Naja. Ja, aber ihr habt's gesehen, ne? Was soll ich noch drücken? Es haut einfach leider Gottes nicht hin. Oh, wir sind wieder dran. Sind die alle platt oder was? Das reimt sich. Platt oder was? Bis auf 69 runtergeschraubt. Jetzt knallt es mir auch gerade den roten Balken weg. Aber wir sollten wohl nicht so viel verlieren. In den Sprint werde ich nicht mehr gehen können. Das überlasse ich den Kollegen Konkurrenten. Ja, Sprint ist nicht mehr. Wenn da noch einer Saft hat zum Sprinten, wird er leider gewinnen. Jo, können sie noch. Naja, ist mir egal. Dritter. Oh, ich glaube, wir haben sogar noch Zeit auf Yates gut gemacht. Ja, schade, dass sie noch da die letzten Zentimeter sprinten konnten. Aber mit einer Normalform, also mit einer Null, trotzdem hier an Froome, der glaube ich nur 84 oder so hat, ne? Und der Mollema, der hat glaube ich auch nicht so viel weniger, oder? 82? Ich weiß es schon gar nicht mehr aus dem Kopf. Ne, 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 also da lasse ich mir hier nichts kleinreden, das war gut. Das war in Ordnung, sagen wir in Ordnung. Zweimal, einmal mit dem Powerriegel konnte ich zufahren und einmal überraschenderweise, ja. Und das war jetzt keine Kindergartentruppe davon, ne? Möglicherweise waren die sich nicht einig, wer führt oder wer nicht führt, aber da habe ich ja nichts mit zu tun. Resultat ist, ich kam dran und wurde Dritter. Tja. Und ja, 18 Sekunden nochmal auf Simon Yates gut gemacht. Jetzt wollen wir kurz gucken. Der Bock Boke Mulemat hat 81 Berg. Okay. Okay. Aber Froome hat 84, ne? Ja. Ne, das war cool, oder? Ich fand's okay. Natürlich werden mir gleich die Jungs wieder erzählen, wie ich hätte gewinnen können. Wobei, warte mal. Lass uns mal Revue passieren, alles. Vorne mitgefahren, dann haben die attackiert. Ja, irgendwas war doch am Anfang wieder, oder? Ach so, der ist den Gegenangriff nicht gefahren. Ja. Ja, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, ne? Also anscheinend kann ich nur manuell Gegenangriff. Damals war es wirklich so, dass du kontern konntest, ne? Und hast dann auch weniger. Schon wieder Berg? Ich dachte, es ist mal Ruhe jetzt. Boah, guck mal, jetzt sind wir wieder 3 Sterne verfolgt. Krass, warum? Ja, Belma. So, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann, ja, fahren wir die 16. Etappe. Ich glaube, danach kommt aber das Zeitfahren, oder? Ich weiß es nicht. Egal. In dem Sinne, macht's gut. Tschö.